Hallo meine Damen und Herren und ganz liebe Grüße an all die kaputten Internetfreaks da draußen in ihren Discord-Chats und WhatsApp-Gruppen. Wir haben hier gerade eine ganz okaye Fernsehsendung aufgenommen, die Stimmung ist ziemlich mellow. Deswegen habe ich mir gedacht, verdammt, euch zeige ich mal, warum die Stimmung so gut ist. Ihr wollt sicherlich wissen, wie es hinter den Kulissen dieser Fernsehstudio gewordenen Liebesgrotte aussieht. Kein Problem, wir haben unsere Investigativjournalisten aus dem Team Wallraff losgeschickt, damit die mal einen Tag lang schonungslos mit der Kamera hinter uns herlaufen, hinter den Kulissen vom Neo-Magazin Royal. Viel Spaß bei Behind the Scenes Studio Crew. Hi, ich bin Susi, ich mache hier die Set-Aufnahmeleitung und auch die vorbereitende Aufnahmeleitung. Guck, dass der Tag läuft, dass wir in Zeit bleiben und keine schlechte Laune da ist. Da bist du denn so früh heute? Ja, ich bin einfach ein bisschen früher gekommen. Kommt doch bitte mal ins Studio, wir würden jetzt gleich gerne mit der Regiebesprechung starten. Guten Morgen hier im Studio, Folge 105, Virus in der Snack Salami. Wir haben gestern schon mal das dicke Titten-Set aufgebaut. Gucken wir uns jetzt alles an, gehen wir durch. So, lass uns gleich nochmal auf Anfang gehen, bitte. Willkommen zum Neo-Magazin Royal, Ihrem Satire-Flugtaxi. Heute zu Gast der Papa-Schlumpf des Internets. Krank. Wenn Julia da sowieso so weit unten hockt, kann sich Thomas vielleicht mal hinter Julia stellen und einfach eine zweite, nähere Zweier einrichten. Die ersten Kneipen haben jetzt schon extra Räume für Frauen, in denen sie mit Freundinnen gemütlich feucht durchwischen können. Stellprobe ist jetzt durch, das heißt quasi jeder im Studio hat gesehen, welche Positionen es gibt in der Sendung, sodass sie im Grunde in der Generalprobe alle wissen, was sie zu tun haben, im besten Fall. Bis zur Generalprobe wird heftigst daran gearbeitet, dass wir alle Matzen da haben, dass wir die ganzen Projektionscontents so angelegt haben, dass sie auch nachher wirklich irgendwie auf Punkt da sind. Ja, dadurch, dass sich das Studio aufgeklappt hat, wurde die Gesamtfläche größer. Das hieß, wir mussten das Rig in eine Richtung erweitern, haben dann quasi Jans Lampen mit ihm mitgedreht. Aber durch die neue Deko brauchen wir auch eine neue Hintergrundbeleuchtung. Also wir hatten vorher LED-Streifen auf diese Spiegellamellen im alten Studio. Jetzt gibt es Kacheln, die sind von oben und unten beleuchtet. Das sind komplett neue Lampen, die wir da alle reingezimmert haben in die Deko. Am besten ist, wenn am Tag der Vorbereitung halt alles so vorbereitet wurde, dass das einfach so funktioniert. Das ist aber in der Regel nicht der Fall. Hier ist Jan Böhmermann. Hallo, ich bin Julia und ich mache Kamera. Mache das seit, ja, eigentlich dem ersten Piloten des Neo-Magazins. Du bist an der Kamera Nummer? 2. Was bedeutet 2? Das? Ist quasi so die Führungskamera für Jan, für Situationen, für Spiele, für Jan, für Stand-up etc. Es gibt halt nicht einfach so die eine immer formatierte Situation, wo man nicht nochmal guckt, ob man nicht nochmal was verbessern oder ändern kann oder sowas. Und also genauso wie halt, sag ich mal, kameratechnisch gibt es keine andere Produktion, die auf einer Alexa oder sonst was irgendwie produziert, sondern es sind halt eben keine klassischen Studiokameras und auch keine klassische Studiokameratechnik. Und das ist hier, sag ich mal, hat sich natürlich auch im Laufe der Zeit entwickelt, aber eben nicht so, ja, irgendwie immer noch mit einem anderen Blickwinkel. Okay, vielen Dank für die Generalprobe. Es geht weiter und mit dem Einlass des Publikums ins Foyer. 17 Uhr ins Studio, wir treffen uns um 17 Uhr. Das ist Jonas, unser Aufnahmeleiter-Volontär. Der hält mir den Rücken frei, kümmert sich um alles, was Backstage passiert. Ja, also versuchen den Laden zusammenzuhalten hier. Also das hat hier okay, alles klar. Wenn du das sagst, dann mach ich das sofort. Ich wette. Mach dir immer was.
alle drin? Alle da? 15? Geil. Wir haben jetzt 5 Minuten, nachdem mir Ralf gesagt hat, er geht in die Maske, und er war nicht da. Ich will mich auch nicht reinschreiben. Ah, geil. Ralf ist angekommen. Yes. Aber ich gucke auch wirklich mal. Das ist übrigens meine Bibel. Das ist die sogenannte Dispo. Ohne die, das sind 1 Million Zahlen drauf. Die müsste ich theoretisch alle im Kopf haben, aber an so einem langen Tag. Wir lassen jetzt das Publikum ins Studio ein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Habt einen coolen Abend. Vielen Dank. Warm-up ist durch. Jan kriegt dann Touch-up und dann geht's los. Jetzt. Jan Böhmermann.